Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Kingdom. Jo, es ist wieder ein bisschen her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Aber ja, kam ein paar Sachen dazwischen. Und jetzt bin ich wieder da. Und ich würde sagen, wir fangen direkt hier mal an. Und zwar wird hier jetzt quasi dieser Teil der Mauer weitergeführt. Also der äußere, dieser komplexere Teil nicht, aber dieser innere, der ein bisschen einfacher ist, den werde ich jetzt hier auch hinbauen. Und hier wird dann quasi die Burg anfangen. Also wir haben ja quasi hier so eine Art kleines Burgdorf so gebaut mäßig. Mit halt verschiedenen kleineren Gebäuden, wo halt verschiedene Funktionen in Minecraft so untergebracht sind. Und hier soll jetzt eben unsere fette Burg schlussendlich hinkommen. Hier gibt es 3x3 Pistendor mit Cobblestone. Ich meine, besser als nichts. Aber okay. Ich hätte da vielleicht doch ein anderes Material gewählt. Genau, so wie auch ist es jetzt hier. Ich glaube, wir sind richtig. Ja. Genau, ich guck mal, wie das hier aussieht, wenn ich hier einfach diese Wand weiterführe. Hier muss noch irgendwas hin, so, also da, wo man halt quasi durchgeht. Ja, da sollte noch irgendwas hin, auf jeden Fall. Also, das soll jetzt hier erstmal diese Frontwand sein. Das heißt, man fühlt sich hier schon ein bisschen eingeschüchtert, würde ich mal sagen. Also, wenn du hier irgendwie so in der Mitte von diesem Dorf bist. Guckst du rauf? Ja, doch, das schüchtert einen schon vielleicht ein bisschen ein. Wenn man dann hier von den beiden Seiten so von diesen fetten Mauern umgeben ist und hier halt nochmal diese fette Wand und alles. Aber was ich euch noch zeigen kann, das hat mich ich gebaut. Sohn dann Raphael, aka Crash Mine. Das ist jetzt hier unser neues Lager. Ich meine, okay, kann man machen, kann man machen. Nicht automatisch, aber brauchen wir jetzt auch nicht mehr unbedingt. Also. Ich glaube, das hätte sich echt nicht gelohnt. Aber wir haben jetzt immerhin ein schönes Lager. So. Ach, komm. Da wollte er zu viel. Ja, es heißt hier eigentlich unser. Ja, unser Database-mäßig hier hat eigentlich so gut wie keine Funktion mehr. By the way, ich habe ein bisschen jetzt meine Sachen hier verzaubert. Also Wasserlevel 3 im Feuerschutz ist jetzt natürlich nicht so der Hammer, aber okay. Kann man machen. Warte, was war das? War das Fichte oder... ach, das kann man nicht sehen, ne? Schwarzeiche, das ist... Oh, das war auch alles Fichte. Nicht Schwarzeiche. Oh my goodness. Ich habe tatsächlich das falsche Material eigentlich verwendet. Okay. Ja, jetzt muss ich hier gucken, ist jetzt alles ja nicht mehr da, wo es eigentlich mal war. Also hier ist eigentlich fast alles leer. Wenn hier noch irgendwas ist, habe ich wahrscheinlich das letztens noch reingetan. Ich weiß nicht, ja, dann gucken wir wahrscheinlich nach Fichten Saplings, weil Fichtenholz haben wir, glaube ich, echt nicht mehr. Er ist ein bisschen weit bis hierhin, aber okay. Das ist Fichten. Okay, haben wir hier irgendwo noch Saplings? Ah, hier glaube ich. Ja, 21. Ja, aber ich würde die dann unten wahrscheinlich hinsetzen, because wir haben halt bei uns in der Base nicht mehr so viel Platz. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach wieder, wenn ich die Fichten allesamt abgebaut habe. Oh, bis dann. Wir sehen uns. Und da sind wir wieder. Ich würde sagen, wir starten direkt wieder rein und setzen hier mal die Zäune rein. Wie gesagt, hier in der Mitte muss ich mir das gleich noch überlegen, wie ich das mache. Da bin ich mir gar nicht sicher. Hier bin ich mir auch nicht wirklich sicher, aber das ist auch nochmal eine andere Geschichte. So,
gerade keine Erde im Inventar, aber ja, hätte man auch direkt machen können. Wir haben das so gemacht. Denn hier nochmal ein Zaun. Ja, ich würde das wieder so machen, oder? Naja, wobei die Frage ist ja, ersetzen wir hier auch nochmal quasi diese diesen Deckengang. Deckengang. Upsa. Shit. Setzen wir diesen Gang hier auch nochmal drauf. Ich gucke mir das mal an, ob ich mir das gut vorstellen könnte. Es macht halt nicht mehr so wirklich Sinn, weil hier quasi, man geht ja davon aus, dass man hier schon safe ist, so, ne? Ja, wobei, also, ja, man könnte ja hier immer noch irgendwie so. Also ich denke mir das gerade so, wie wäre das realistisch, wenn das eine Burg wäre? Man könnte ja auch irgendwie schon hier angegriffen worden sein, es sind hier schon Leute und man ist halt hier in der Burg und dann verteidigt man hier eben von oben nach runter. Kann man sich schon vorstellen. Ah, ja, komm, lass uns das so machen. Und dann mache ich hier die Rückwand, mache ich ziemlich simpel. Und dann, genau, hier würde ich dann vielleicht noch ein bisschen freilassen, dass quasi hier bis zu dieser Pistendor diese ganze Erde hier weg ist und dass hier eine ebene Fläche ist und dass man da vielleicht noch irgendwas draufpacken kann. Noch ein Häuschen oder so. Und dann dahinter quasi diese Türme anfangen. So würde ich es, glaube ich, machen. Ja. Klingt nach einem Plan. Würde ich mal behaupten. Das heißt, also ja, man baut quasi schon eher. Also man, ja. Ja. So. Okay. Aber jetzt bin ich nicht drauf. So. Ich weiß nicht, ob das gerade so effektiv ist, wie ich das mache. So, so und dann so. Weiß ich nicht, ob das irgendwie anders schneller ging. Vor allem ist es auch ein bisschen schwierig, gerade abzuschätzen, wo genau ich das hinplatzieren muss, irgendwie, weil ich bei dem Shader das nicht so super genau erkenne. Es gibt ja quasi diese Funktion, dass du ja, wenn du auf diesen Block schaust bei Bedline, dass du dann halt den irgendwie markierst. Ach komm, genau das. Aber das hat sich hier mit dem Shader nicht so gut vertragen, deswegen habe ich das hier ausgeschaltet. Und das ist das Ding. So, genau, und dann haben wir. Sieht hier eigentlich auch genauso aus. Ja, da ist in der Mitte, glaube ich, das werde ich hier nicht machen. Ja, doch. Okay. Und da kann, ich kann mir das gerade schon relativ gut vorstellen. Ja. So. Let's go. Also hier, dann zack, dann zack, zack. Na. Da ist die Erde im Weg. Aber erstmal die Jump-Run-Skills wieder ausgepackt. Guck mal, es ist Tag und ich habe es immer noch nicht richtig erkannt. So. Also von hier aus, ja, finde ich, hat es schon mal was. Boah, hier mit der Mitte bin ich mir wirklich unsicher. Ich würde gerne sowas richtig prunkvolles tatsächlich haben. Ich glaube, irgendwie sowas mit Goldblöcken oder irgendwie sowas. Oder vielleicht sogar Diablöcken. Oder wir haben ja hier schon quasi dieses Blau-Rot-Ding. Vielleicht auch mit Lapis. Mit Lapis und Gold oder so. Kann ich mir auch gut vorstellen, mit Lapis und Gold. Hier quasi so ein fetter Bogen. Und das ist ja dann quasi auch nur so der halbe Eingang. Also der richtige Eingang in die Burg quasi wäre ja hier. Aber hier kommst du quasi schon auf diesen Vorplatz, den ich hier dann noch machen werde. By the way, ich habe hier eine Diamant-Axt gerade mal verzaubert. Habe ich einfach Behutsamkeit drauf bekommen. Ja gut. Bringt das was? Also ich meine, dann hast du irgendwie, wenn du irgendwie so Blätter mit abbaust, so, dann hast du halt die Blätter, ne? Oder? Also ich bin mir gerade echt unsicher, ob das irgendwie gut oder schlecht ist oder keine Ahnung. Also an sich würde ich sagen, ist eigentlich ein Waste, weil normalerweise, was du an Holz abbaust, das bleibt auch das Holz so. Also es ist ja ein Unterschied eben zum Stein. Wenn du halt Stein abbaust, wird es ja Cobblestone, oder wenn du Erz abbaust, dann werden es die Ingots so. Und das hast du eben ja bei Holz normalerweise nicht in Minecraft. Also das Einzige, was mir tatsächlich einfallen würde, wäre, wenn du irgendwie mit Blätter abbaust, so bei einem Baum. Das wäre es dann auch schon.
So, also quasi hier, ja, halt noch. Oh. Ja, das müsste man dann vielleicht noch einbauen. Dann würde das tatsächlich, glaube ich, nur bis hier gehen. Hier, wir kämen dann aber nochmal eine Mauer hin. So. Ja, doch, ja, da kann man das ja eigentlich so lassen. So, das wäre dann versteckt. Also muss ja sowieso. Das heißt, hier käme dann die Mauer hin. Das heißt, wir haben so viel Platz. Ich würde gucken, hier vielleicht sogar, dass man schnell einen Weg ins Lager hinkriegt. Brauche noch ein bisschen Stone Breaks. There we go. Das wäre, glaube ich, cool. Also quasi hier direkt drunter ist ja das Lager. Dass es hier irgendwie an der Seite noch einen Weg rein gibt ins Lager. Ich hätte gerne möglichst viele und schnelle Wege halt ins Lager. Aber der Weg da außenrum ist ja relativ lang, weil man halt sehr oft ans Lager muss. Deswegen bietet sich das halt an. So, also ja, wahrscheinlich werde ich ja in der Mauer noch irgendwas tun. Hier, das kommt natürlich auch weg. Dann würde ich sagen, hier kommt einfach dann quasi. Machen wir das. Ja, komm. Nee, warte. Ich würde es so machen. Wir haben ja hier den Zaun, hier das und das. Da kommt dann statt Holz. Na doch, hier will ich auch einfach Holz. Wir haben aber leider kein Holz mehr. Das war das letzte Holz, das wir hier verbraucht hatten. Aber ich habe da unten einen kleinen Wald angepflanzt. Ich habe besser schon die Idee dran, vor sich selber. Weil, falls man das vergisst, ja, dann ist es nicht so cool. Okay, hier ist aber nicht viel gewachsen mehr. Tatsächlich, seitdem ich hier das letzte Mal war. Na, gerade drüber geflogen. Aber hier habe ich sehr viele Saplings schön hingepflanzt. Das heißt, wir haben hier so hoffentlich bald ein kleines Wäldchen. Ich hätte gerade irgendwie einen Tod auf dem Ohr, ich weiß auch nicht. Okay, sorry. Da war ich mal kurz verwirrt. Wir haben gerade auch kein Zeppelin mehr, um die wieder hier direkt zu setzen. Ja, sechs reichen gerade so. Ja, ich brauche fünf für den. Upsa, das war der falsche Befehl. Ich brauche fünf für diese Stämme da halt jeweils. Genau. Also haben wir hier, 1, 2, 3, 4, 5. Hier dann auch, ja, okay, passt. Passt ja. Wobei ja eigentlich hier quasi genau genommen sechs eigentlich sogar sind. Ja, doch, das passt, das passt. Müssen wir jetzt auch nicht so ernst nehmen, ich meine. So. Und dann, ja, was sieht halt weird aus, aber ich würde es einfach so hinnehmen, dass es so weird aussieht. Dann ist das halt so. Ja, schade. Ich dachte, da kann ich es vielleicht gerade sogar noch mit der Elytra schaffen. Genau, und dann hier kommt die Mauer mit Stonebricks hin. Wahrscheinlich kommt hier sogar dann ein Fenster hin oder hier kommt direkt ein Turm hin. I don't know. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber hier kommt direkt ein Eingang. Genau, hier kommt direkt ein Eingang in ein Gebäude rein. Das wäre dann hier wahrscheinlich so ein Türmchen. Hier könnte ich mir vorstellen, eben noch ein kleines Lädchen dran oder so. Wofür auch immer, und dann kannst du hier auch runtergehen ins Lager. Oder vielleicht sogar direkt mit einer Leiter. Genau, hier würde ich mir dann was Ähnliches vorstellen. Jetzt erstmal hier hin. Und hier jeweils nochmal in die Mitte. Genau, wobei, was mir gerade einfällt, was wir auch gut machen könnten, ist jetzt hier schon mal das Dach zu setzen. Weil das muss ja auch noch mal hin. Ich würde eigentlich auch gerne hier noch mit anderen Materialien arbeiten, mit den zerrissenen und den gemeißelten. Rüstige haben wir. Wir gehen nochmal die gemeißelten. Ich habe es tatsächlich wieder vergessen. Warte. Ich könnte. Kann man doch auch hier irgendwie gucken, oder? Ah. So war das. Zwei Slabs übereinander.
dann machen wir direkt hier. So. Können wir die einfach alle mitnehmen? Ja, doch, das sieht ja gut aus von der Menge her. Dass wir hier wieder hoch. Ja, genau, und dann bauen wir hier halt. Upsala. Nochmal hier diese Decke hin. Genau so. Und dann hier ist halt die große Frage, wie wir das machen, wie wir das abschließen. Warte, das hier ist jetzt nicht mehr korrekt. Dann kannst du hier direkt rumgehen. Du kannst aber auch dann hier lang gehen. Also ich finde es voll cool, wenn man so richtig viele Wege hat. Das feiere ich übel, ich weiß auch nicht. Genau. Hier dasselbe Spiel. Es ist halt immer irgendwie so ein bisschen so eine Kunst, dass man tatsächlich hinbekommt, dass es auch so random aussieht. Von den, von diesen verschiedenen Sorten halt mit den gemeißelten und zerrissenen und alles Mögliche. Ich finde, das ist so eigentlich voll schwierig. So. Aber gut. Ist ja auch eigentlich nicht random. ja, doch, okay. Ach stimmt, das hatte ich ja auch nur so halb bedacht. Hier hast du jetzt ja auch nur die Hälfte des Platzes quasi. Oder du sagst halt, das ist überdachtmäßig. Dann kannst du ja hier, ne, wieder, ja, wenn ich jetzt mal Fichte hätte, kannst du ja hier so Säulen von Holz, also Holz halt hinpacken und dann eben die Fences weglassen und dann kannst du halt einfach durchgehen. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, weil sonst ist halt hier sehr eng wieder. Also wenn wir hier. Hier wäre dann quasi der Eingang zu diesem Turm. Der wäre dann aber auch nicht wirklich symmetrisch. Oder ich mache hier halt nur 5 breit. Aber das glaube ich halt nicht. Also ich hätte den halt schon eher breiter lieber gehabt. Ja, oder. Oder eigentlich feiere ich das sogar, wenn das halt so ein bisschen. Ja, wie sagt man? Also. Wenn es halt ein bisschen herausfordernder ist. Weil ich habe das Gefühl, wenn halt du schon so eine herausfordernde Ausgangssituation hast fürs Bauen, dann kommen meistens halt doch irgendwie auch coolere Sachen bei raus, so, weil es dann irgendwie nicht mehr so Standard aussieht, sondern halt wirklich so unique, so einzigartig. Ne? Aber ich finde es auch so cool, wie man hier von fast überall immer so ein bisschen noch dieses Nether-Portal im Hintergrund sieht. Fahre ich auch irgendwie mega. Also hier, das wäre ja quasi dann die andere Idee, dass man quasi hier direkt schon die Mauer absetzen. Also ja, genau, das muss ich ja auch denken. Eigentlich von der Symmetrie her wäre es ja noch ein weiter. Das hier. Das würde ja auch passen. Ach je. Da muss ich mir noch was ausdenken, aber ich glaube, das mache ich dann in der nächsten Folge. Bis dann. Mach's gut. Und bye bye.